aktuelle Bastelzeit und ihr seht schon auf dem Bildschirm, Tabellenkalkulation ist offen. Heute kommt kleine Theoriestunde. Ich hoffe, es wird nicht eine Stunde und ich hoffe, es wird nicht allzu trocken, aber ich habe in letzter Zeit zu oft gesehen, dass Leute irgendwie gar keinen Plan von haben. Deswegen zeige ich einfach mal, wie ich Produkte vergleiche. Ja, das geht so ein bisschen in Richtung BWL. Mal gucken, hauptsächlich einfach eine Vergleichstabelle. Prinzipiell, wie vergleiche ich Produkte? Heute werde ich mir dann mal ein Produkt vornehmen, was ich jetzt in letzter Zeit mich ein bisschen mit beschäftigt habe. Prinzipiell geht das Konzept aber natürlich für so ziemlich alles, was man irgendwie vergleichen kann. So, wie gesagt, heute gucke ich mir ein Produkt an, was ich brauchte. Das hat noch nicht mal groß was mit Elektronik zu tun, sondern hiermit. Ja, ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne Fach. Es geht offensichtlich um Tiefkühler oder Gefrierschrank, wie es manchmal ja auch genannt wird. Ich denke, die meisten von euch haben einen Gefrierschrank zu Hause. Ist eine relativ praktische Sache. Das heißt, in meinem Fall üblicherweise, wenn irgendwie Lebensmittel da sind, die ich nicht wegbekomme, in der Geschwindigkeit, wie ich sie kriege, sei es zum Beispiel, weil irgendwie gerade draußen alles am Baum wächst, so nach dem Motto, dann schmeiße ich das lieber in den Tiefkühler, auch wenn er natürlich Strom verbraucht, als wenn ich es in die Mülltonne schmeiße, weil es irgendwie anfängt zu modern. So, wie ihr seht, prinzipiell, es gibt da verschiedene Temperaturstufen, minus 6 Grad, minus 12 Grad, minus 18 Grad. Meistens habt ihr einfach irgendein Gefriergerät, was minus 18 Grad plus minus irgendwas macht und das passt so ziemlich für alles. Und die einzelnen Stufen ergeben sich dann einfach dadurch, dass es oben im Schrank üblicherweise wärmer ist als unten im Schrank. Speaking of Schrank, ich habe natürlich, wie viele von euch auch, einen Schrank. Der sieht hier so aus, sind einfach zwei Schubladen, ist Teil von meiner Kühl-Gefrier-Kombination. Nicht erschrecken, die obere Schublade ist schon mal irgendwie gerissen, die hat ein bisschen Gaffer abbekommen. Und auch da oben, da hängt noch ein Temperatursensor dran. Also das Gaffer einfach mal ignorieren. Aber prinzipiell, ich habe zwei Schubladen. Die obere ist okay, die untere, glaube ich, war es, ist relativ klein, weil da auch noch der Kompressor dahinter sitzt. Für mich sind diese Schubladen ein bisschen dünn geworden, einfach dadurch, dass ich Corona-bedingt nicht mehr so viel auf Achse bin und entsprechend seltener geht es dann irgendwie auswärts essen. Ich koche mehr, das heißt, ich brauche mehr Zutaten und wenn ich koche, koche ich meistens dann für ein paar Tage im Voraus. Das wandert dann alles eigentlich in die Tiefkühltruhe, weil dann entsprechend das länger hält und ich nicht irgendwie Dinge nachher wegschmeißen muss, weil irgendwie zum Beispiel die Sachen, die man im Supermarkt kaufen kann, von der Menge her doch eher nicht für kleine Portionen ausgelegt sind. So, wenn wir uns das mal anders angucken, dann sieht das datentechnisch hier so aus. Das ist jetzt vom kompletten Kühlschrank, aber wir sehen hier die Freezer Net Capacity, also der Gefrierschrank-Nutzinhalt, 53 Liter haben wir hier. Und was auch noch dazu gehört, ist darunter, dass 4 Kilogramm kann er in 24 Stunden einfrieren. Das ist das offizielle, der offizielle Wert, das heißt, wenn man mehr als 4 Kilo reinmacht, das kann gegebenenfalls dazu führen, dass er die Temperatur dann erstmal nicht so sauber halten kann, wie es sollte. Die anderen Angaben auf dem Etikett sind nicht ganz so relevant. Wir sehen 230 Volt, okay, 50 Hertz ist klar. Was wir dann auch noch sehen, ist das Gefriermittel, was wir da unten haben. R600A steckt hier drin, ist auch bekannt als Isobutan. Das ist eins von den Kältemitteln, die genutzt werden, ist ein relativ neues noch, hat überschaubaren Impact auf Treibhaus. Aber trotzdem gilt auch hier, wie bei allen Kältemitteln, Versuch zu vermeiden, dass da irgendwie ein Leck reinkommt, weil die sind nicht gut für die Atmosphäre. Was wir dann auch noch haben, ist die Angabe darunter, Typ oder Klasse SN. Das ist die Temperatur, wo das Ding genutzt werden kann. SN heißt zwischen 10 Grad und 32 Grad kann es genutzt werden. Ist für mich eigentlich meh, weil dummerweise, ja, die Wetterextreme haben sich ja auch hier ein bisschen verschoben. 10 Grad komme ich eher selten drunter, aber 32 Grad schon mal drüber. Da müsste ich, wenn die Klimaanlage einschmeißen, dass das drunter bleibt. Es gibt noch ein paar andere Klassen. Was höher wäre, wäre zum Beispiel ST. Das wäre dann subtropisch, glaube ich. Das ist bis 38 Grad, geht aber erst bei 16 Grad los. Und T wäre nochmal höher von 16 Grad bis 43 Grad. Ansonsten die Standardgeräte 16 bis 32 hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Was hier auf dem Zettel fehlt, das ist die Angabe des Stromverbrauchs. Und den markieren wir uns einfach mal als 312 Kilowattstunden pro Jahr, habe ich jetzt aus einem Online-Datenblatt.
Also, das ist mal das, was wir uns aufschreiben. Das heißt, gehen wir gerade nochmal durch. 53 Liter und 312 Kilowattstunden im Jahr. Ist natürlich hier zu beachten, dass das für Kühlschrank- und Gefrierkombination gilt. Also muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil hier Kühlschrank und so mit drin ist. Jetzt habe ich schon gesagt, ich hätte gerne ein Gefriergerät. Also gucken wir erstmal, was sind meine Wünsche? Meine Wünsche, die ich habe an das Produkt, was ich jetzt kaufen möchte, ist erstmal, ich möchte ein Gefrierdings haben, ich möchte einen Inhalt haben. Und zwar, sagen wir mal, die 50 sind mehr, sagen wir mal, mindestens 100, besser 150 oder sogar mehr. So, das nächste, was ich an Anforderungen habe, ist geringer Stromverbrauch. Einfach weil, warum soll ich mehr Strom verschwenden, als nötig ist? Wenn es also irgendwie geht, sollte das möglichst gering sein. Und natürlich, hey, ihr kennt mich, geringer Preis. Das heißt, da gucke ich natürlich auch schon drauf. Das heißt also, das sind die Punkte, die ich also jetzt beachten muss. Also machen wir uns einfach mal eine Liste mit Inhalt, dem Preis und den Kilowattstunden pro Jahr. Das ist jetzt, wie gesagt, spezifisch für den Tiefkühlschrank. Wenn ich zum Beispiel bei Chips gucke, bei ICs, dann habe ich meistens irgendwie, wenn es immer ein IC ist, das Modell festgelegt ist, dann habe ich üblicherweise die Anzahl, Preis und Porto. Preis und Porto hier getrennt, weil üblicherweise die bei sowas einzeln angegeben sind, bei Gefriertruhen und so ist das meistens im Preis mit drin, die Lieferung. Und im Prinzip läuft das dann am Ende genauso ab, dass ich die so vergleiche. So, machen wir das hier mal wieder weg und gehen jetzt auf die Jagd. Ich brauche also jetzt Angebote für Tiefkühlgeräte. Und dann fängt die Werbung an der Stelle mal an. Ich gehe jetzt hier einfach auf Amazon. Zum ersten Blick, was es denn da so gibt. Einfach aus dem Grund, Amazon hat ein relativ breites Sortiment, kann man relativ schnell Dinge finden. Also suchen wir mal nach Gefriergerät. So, was mir jetzt hier schon auffällt, wenn ich hier so drüber scrolle, das sieht mir nicht so aus, als ob das das ist, was ich suche. Und ich sehe auch schon, was mein Problem ist. Es gibt die Kategorie, oder was uns helfen kann. Es gibt eine Kategorie Gefriergeräte. Gehen wir da doch mal rein. Und jetzt suchen wir nicht nach dem Wort Gefriergeräte, sondern sagen alles, was in der Kategorie ist. Das heißt, wir kriegen jetzt auch alles, wo dann drin steht, zum Beispiel hier steht Gefrierschrank, nicht Gefriergerät. Gegebenenfalls hätte er den also nicht gefunden. So, auch hier drin wieder Preis aufsteigend. 25 Euro wäre schön. Und der erste Eintrag hier, 31 Liter fällt direkt raus, brauche ich mir gar nicht merken. 42, 63, nee. Also irgendwie so um die 100 sollten es schon sein. Das heißt, ich scroll mich jetzt hier einmal durch. Was ist hiermit? Wenn du dabei schreiben würdest, wie viel da reinpasst. 102 Liter. Okay, den merken wir uns schon mal. 142 Liter. 50 Liter, nein. 83 Liter, 85 Liter. Gut, ich gehe jetzt mal hier durch und dann gucken wir gleich mal weiter. So, ich habe jetzt ein paar gefunden, aber irgendwie die Angebote hier bei Amazon sehen mir relativ dünn aus. Also googeln wir einfach mal nach Gefriergerät und gucken einfach mal, was es hier so gibt, wenn wir auf Shopping gehen. Lidl, Otto, Lidl, Metro, boah. Hornbach, da hätte ich es jetzt nicht vermutet. Okay, Hornbach merken wir mal. Lidl, ja, komm, holen wir die beiden mal. Und ich hole jetzt einfach mal hier so ein paar Shops, die ich kenne. Sonst noch irgendwas? Ikea. Ikea hat Gefrierschränke. Okay. Jeden Tag lernt man was Neues. Der hier ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für mich. Konkursverkauf 24. Ja, nein. Gut, gucken wir mal, was es hier so gibt. Gefrierschränke bei Lidl. Top-Kundenbewertungen, 33 Liter Inhalt, nein. Nutzinhalt 330 Liter, ist aber ein kompletter Kühlschrank. Ich will keinen Kühlschrank. Kühlboxen, Kühl-Gefrier-Kombination. Ich habe doch Gefrierschränke angeklickt. Wieso kriege ich einen Kühlschrank? Ja. Ach nee, das ist ein. Ja, okay. Gefrierschrank, never mind. Standgefrierschrank, es ist tatsächlich einer. Wir können hier aber auch noch nach Preis aufsteigend sortieren, dass wir das richtig haben. Oder was heißt richtig, so wie ich das eigentlich suche. 32 Liter, nein, 70 Liter, 196 Liter, das ist der günstigste Beko. Ich glaube, den hatte ich gerade offen. Ja, ich glaube, das müsste der sein. Beko Gefriertruhe, ja.
Ach komm, holen wir einfach mal alles hier bis so 400 Euro Sprache und wird sich gleich wahrscheinlich sehr ärgern, weil alles bis 399. Boah, hier 4 Cent teurer, hör mal, das geht doch nicht. Okay, das muss reichen. So. Wollen wir noch hier, was hatte mal Lidl, Gefri hier, Dings? Ja. Geht mir nicht auf den Keks. Wer braucht Puck-Cookies? Klingt auch gut. Gefrierschränke, Kühlschränke, Gefrierschränke. Kühlgefrier, freistehende Kühlschrank. Nein, das passt. Sortieren bei Preis. Und ein bisschen größer hier. 98 Liter. Klar, passt. 91 Liter, passt. 70, nein, 100, 83, 100 irgendwas. Ja, bis... Ich sehe schon, das wird eine sehr lange Liste, die ich hier anfertige. So, bis 399. Ich habe jetzt einfach mal 400 Euro als Limit gesetzt, dass ich grob in der richtigen Ecke bin. Kühl- und Gefrierschränke. Kategorie. Ja, super. IKEA fällt, glaube ich, raus, einfach weil mir das zu blöd ist, hier das zu sortieren, weil ich gehe sehr stark davon aus, wenn ich jetzt hier... Wo kann ich das denn überhaupt sortieren? Sortieren, Preis, aufsteigen. Jetzt habe ich aber Kühlschränke dabei. Was ist, ich will nur Gefrierschränke. Wieso kann ich das nicht... Meine Auswahl bestätigen. Versteck doch den Button. Wieso kann ich hier nicht sagen, nur Gefrier? Das ist ein bisschen nervig. Weil hier gibt es anscheinend wirklich nichts in die Richtung. Schade. Aber gut, dann fällt hier Gefrier-Dings wahrscheinlich der weg. Kühlschrank mit Gefrierfach. Kühlschrank mit Gefrierfach. Gefrierfach. Gefrierschrank, 98 Liter Gefrierschrank. Also es ist, wie ihr seht, bei manchen Shops durchaus nerviger, sowas zu suchen. Ja, okay, lassen wir das jetzt mal so. Wir holen den einen da mit, weil haben wir gerade, aber ansonsten, So, was brauchen wir jetzt? Naja, nehmen wir das mal zur Seite. Und wir machen jetzt hier bei unserer Dings, bei unserer Liste noch zwei Zeilen davor, und zwar Anbieter und Modell. Einfach, dass wir es nachher noch unterscheiden können. Man kann auch den Link reinkopieren. Ja, machen wir Link und Modell. So. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe komplett durch von vorne bis hinten. Erstes Produkt. Link ist der Link zum Produkt, sodass ich es nachher wiederfinde. Modell. Hole ich meistens irgendwie die Modellnummer vom Hersteller, für den Fall, dass das an mehreren Stellen gleich ist. Das machen wir als unformatierter Text, das geht mit STRG-SHIFT-V, dann hat man es halbwegs lesbar. So, der Inhalt hier von dem Schrank, haben wir gesehen, ist 196 Liter und Preis 249 inklusive zuzüglich Lieferung, müssen wir auf jeden Fall dann noch im Hinterkopf behalten, steht hier etwas. Wie kriege ich Lieferzuschlag? Okay, also 35 Euro so um den Dreh. Dann rechnen wir hier auch plus 35 Euro, dass wir ungefähr das haben. Und ja, Kilowattstunden pro Jahr schreibe ich jetzt mal das auf, was hier steht. Mache ich aber schon mal einen Stern, da reden wir gleich nochmal drüber. 249 steht hier. Und im Prinzip... Die Sachen, die ich jetzt hier geschrieben habe, die gehe ich jetzt in jedem von den Produkten durch und schreibe die hier rein. Ich glaube, da müssen wir nicht zugucken. Magie des Videoeditierens. Machen wir das mal kurz. Und ein paar Dinge rein. Ja, hier haben wir dann den ersten, wo irgendwie die Angabe fehlt, wie viele Kilowattstunden pro Jahr das sind. Muss man dann meistens gucken. Meistens findet man entweder, dass es irgendwo in der Beschreibung nochmal drin ist, oder hier gibt es ein Produktdatenblatt, wo man draufklicken kann und hier steht da noch mehr drin. Wenn es das nicht gibt, einfach mal die Modellnummer suchen. Im Internet gibt es meistens dann auch eine Webseite vom Hersteller und üblicherweise irgendwo findet man diese Angabe vielleicht dann sogar in einer Qualität, die nicht so in den Augen wehtut wie das hier. Und hier haben wir jährlicher Energieverbrauch 132. Wieso man den versteckt, ist mir nicht ganz klar, weil so spontan ist das auch definitiv sehr weit unter den von vielen anderen. Na gut, ich mache
So, ich habe jetzt alles hier drin und was wir jetzt schon mal machen können, ist im Prinzip hier ein bisschen rumsortieren. Machen wir mal das hier und wir möchten das jetzt hier erstmal nach Modell sortieren. Einfach um zu gucken, was wir denn hier haben. Und jetzt sehen wir eventuell schon, hier sind zwei Stück, die sind quasi gleich. Der eine ist von Hornbach und der andere von Amazon. Das heißt, wir haben dasselbe Gerät bei mehreren Händlern gefunden. Das W unterschlage ich jetzt mal, kann sein, dass ich es nicht kopiert habe. Hornbach deutlich günstiger, also auf Wiedersehen Amazon, brauchen wir also nicht weiter zu beachten. Der Rest, der hier ist auch doppelt, 184, 399. Hier ist Lidl günstiger als Hornbach, also fliegt der. Hier auch wieder 215, Moment mal, das ist dasselbe Modell mit unterschiedlichen Angaben. Okay, anyhow. 249 bei Amazon, bei Lidl 284, fällt dann Lidl weg. Und hier unten die, okay, die sind zu chaotisch. Ich glaube nicht, dass ich da was doppelt habe. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen ausgemistet. Das, was doppelt ist, haben wir den günstigeren Preis geholt. Am Ende gehe ich, wenn ich mir ein Modell ausgewählt habe, ohnehin wahrscheinlich nochmal über eine Preissuchmaschine oder so, einfach um sicher zu gehen. So. Wenn wir das haben, ja, was können wir jetzt machen? Nun, wir können entweder sagen, okay, wir sortieren das Ganze bitte einmal nach Preis. So, können wir tun. Und die Liste, die wir jetzt haben, das ist eigentlich so das, was ich bei Elektronik meistens benutze. Wer ist der günstigste? Meistens dann irgendwie Produktwert und so zusammengerechnet. Eventuell noch einen Einzelpreis. Und wer gibt mir dann am Ende das beste Angebot? Hier funktioniert das nicht so ganz, weil, naja, der ist zwar definitiv der günstigste, aber wenn wir mal gucken, der nächste, der ist zwar ein bisschen teurer, braucht aber weniger Strom. Hm. Also wir müssen noch ein bisschen rechnen. Das erste, was man ausrechnen könnte, das wäre Euro pro Liter. Wir haben hier ja zum Beispiel 98 Liter für 180 und hier 91 für 189. Das heißt, der hier ist offensichtlich bei dem Punkt deutlich besser. Ich denke, ich muss jetzt nicht erklären, wie man geteilt durchrechnet. Das können wir einfach so uns ausrechnen, runterziehen und jetzt sehen wir, wo ist denn am wenigsten Euro pro Liter? Das heißt, wo kriege ich für mein Geld den meisten Raum, wo ich das Ganze reinlegen kann? Wenn wir das jetzt mal hier danach sortieren, dann sehen wir, dass plötzlich nicht mehr der, was war es, der 100 irgendwas Euro, 179 Euro der günstigste ist, sondern 314 Euro, wo wir aber dann noch 284 Liter kriegen. Wir sehen ja auch ein relativ gutes Muster. Je größer der Innenraum ist, desto weniger kostet uns am Ende der eigentliche Liter. Einfach weil, naja, teuer an so einem Ding ist der Kompressor und so weiter. Und wie groß man am Ende die Box macht, das macht beim Preis nicht mehr so viel aus. Deswegen die Geräte mit dem geringsten Inhalt hier haben offensichtlich dann auch den höchsten Preis. Das heißt also, alles, was so 100 Liter ist, ist eher teuer, wenn wir uns nur jetzt auf Preis-Verhältnis zu Liter machen. Wir hatten aber ja gesagt, okay, wir haben noch Kilowattstunden pro Jahr. Hm. Das können wir im Prinzip ja auch mal auf die Liter rechnen. Das heißt, wir machen Kilowattstunden pro Jahr pro Liter. Also Kilowattstunden geteilt durch Inhalt. Dann sehen wir, hier kommt dann wieder ein schöner Wert raus. Und wenn wir nach dem gucken, dann ändern sich wieder die Sachen. Aber andererseits, hier die Zahlen sind relativ abstrakt. Also machen wir die gerade nochmal weg und rechnen was anderes. Und zwar, wir machen 1 Euro pro Jahr dahin. Wieso ist da mein Eurozeichen weggegangen? Das will ich aber haben. So. Wie kriegen wir jetzt unser Euro pro Jahr hin? Naja, wir wissen, wie viel unser, wie viel Strom das Ding braucht. Und wenn man auf die Stromrechnung guckt, dann sieht man relativ einfach, wie viel Euro der, die Kilowattstunde kostet. Ich mache jetzt einfach mal, ne, 63, so weit sind wir noch nicht. Sagen wir mal 30 Cent pro Kilowattstunde einfach so als Dummy-Wert. Und was wir jetzt machen können, ist dann Kilowattstunden pro Jahr mal die 30 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir würden hier bei dem 40 Euro im Jahr an Stromkosten zahlen. Das können wir jetzt hier runter machen. Zack, jetzt sehen wir, wie viel wir wo an Stromkosten. Und jetzt hätten wir Euro pro Jahr pro Liter an Stromverbrauch, was wir ausrechnen können. Und das ist dann wiederum schöner zu sehen, wo wir dann tatsächlich da am wenigsten Strom pro Liter benötigen. Und auch hier sehen wir wieder, naja, wenn wir ein kleines Gerät holen, oder? Nee, sogar noch nicht mal. Ich wollte gerade sagen, wenn wir ein kleines Gerät holen, ist der Stromverbrauch insgesamt günstiger. Und mal hier zum Beispiel der zweite hier, der hat 91 Cent pro Liter. Die hat er aber einfach nur, weil er so groß ist. Insgesamt haben wir 74 Euro. Wohingegen wir hier nur 40 Euro zahlen. Allerdings fast das Doppelte pro Liter. Das heißt also, ich zahle insgesamt zwar weniger Strom,
aber ich kriege auch deutlich weniger rein. Das können wir jetzt einfach mal fortführen. Jetzt ist nämlich die Frage, wie lange hält die denn? Wie lange möchte ich die in Betrieb halten? Sagen wir mal, wir gehen einfach mal konservativ von 10 Jahren aus. Wenn wir die 10 Jahre in Betrieb holen wollen, dann müssten wir zahlen das hier, die Euro pro Jahr mal 10, plus den Anschaffungspreis. Ne? Das wäre also die Kosten, die wir über 10 Jahre haben, dieses Gerät zu benutzen. Wenn wir das jetzt hier uns angucken, dann sehen wir schon, da kommen relativ hohe Zahlen raus. Da kostet nämlich so ein Gerät, was 400 Euro kostet, auf 10 Jahre plötzlich über 1.100 Euro. Das heißt, das, was im ersten Moment gar nicht mal so schlecht aussah, das geht dann relativ flott wieder weg. Also sortieren wir mal danach. Zack. Dann sehen wir hier, dass sich da das Ganze doch relativ ändert. Ne? Ähnlich sieht es dann aus, wenn wir das Ganze auf 20 Jahre rechnen. So, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob es am Ende wirklich so lange hält. Aber sagen wir mal so, ich hatte durchaus schon Gefrierschränke, die so lange durchgehalten haben. Natürlich sind die Preise jetzt höher, weil wir halt ein paar Jahre mehr Strom haben. Aber wenn wir jetzt hier gucken, was war denn das jetzt hier gerade? Moment mal, der hier war doch der günstigste. Wenn wir es 20 Jahre laufen lassen, dann ist dieser PKMGS irgendwas nicht mehr der günstigste, sondern plötzlich wäre es hier der GS. Und dann nehmen wir einfach mal 20 Jahre pro Liter, einfach um das nochmal mit reinzubringen. Wie viel Platz haben wir denn? Denn wir sehen, der erste und der zweite, die liegen irgendwie so 50 Euro auseinander, so um den Dreh. Aber naja, der zweite, da kriegen wir irgendwie mehr als das Doppelte rein. Das sollten wir vielleicht auch berücksichtigen. Das heißt also, wir holen diese Zahl hier. Und wir können es eigentlich für 10 Jahre auch nochmal machen, dass wir dann da auch einen schönen Wert haben. Und hier haben wir jetzt unsere Zahlen und wir sehen jetzt plötzlich hier oben, der ist definitiv nicht mehr der günstigste. Insbesondere nicht, wenn wir es auf 20 Jahre rechnen. Einfach, weil so wenig reinpasst. Wir können jetzt den ganzen Kram nochmal sortieren. Machen wir das mal nach den 20 Jahren Liter sortiert. Und jetzt hier gucken, dann ist das wahrscheinlich sinnvollste Modell, zumindest wenn wir hier nach 20 Jahren gehen, der GT219 A3 Plus. Dicht gefolgt von dem hier, dem HSA. Der wäre hier ein paar Cent teurer. Allerdings, wenn wir es auf 10 Jahre nur gucken, wäre er am Ende günstiger. Aber der ist für mich relativ uninteressant, weil 350 Liter und entsprechend absolut gesehen im Jahr natürlich deutlich teurer. Und ich glaube nicht, dass ich wirklich diese, was sind es, irgendwie 100 irgendwas Liter nochmal obendrauf brauche, dass sich das für mich lohnt. Aber 215, das ist noch so in dem Bereich, wo ich sagen würde, okay, das kriege ich im Zweifelsfall auch voll. Und wenn wir es jetzt mal gucken, also wir merken uns mal, der GT, der ist ganz gut. Sortieren wir es gerade nochmal auf 10 Jahre Haltbarkeit, wenn wir damit rechnen, wenn er nach 10 Jahren kaputt gehen würde, dann sähe das hier so aus und dann sehen wir, der erste ist der 350er und zweiter Platz ist wieder der GT. Also der sieht sehr, sehr gut aus. Insbesondere natürlich, wenn wir auf diesen Stromverbrauch gucken. Einfach weil im Vergleich, ne, wenn ihr hier mal guckt, 215 für 132. Hier haben wir 200 für 200. Also der ist sehr, sehr gut mit dabei. Und ich denke, der ein oder andere von euch, der hat jetzt schon geschrien von wegen, ja, aber da sieht man doch von vornherein, weil es gibt ja dieses wunderbare EU Energy Label. Das hier, wo C steht, ne? Ja, das ist nicht so einfach, weil die haben sich geändert. Das heißt also, der hier ist C, oder? Nee, also ja, aber nee. Der ist zwar C, der ist gleichzeitig auch, ich glaube, A++ oder so. Wie gesagt, die Dinger sind mal umgebaut worden. Da muss man aufpassen. Wenn es die Skala hier ist, die von A bis G geht, ist es die aktuelle Skala. Die ist relativ gut aktuell auch zu vergleichen. Wenn man allerdings Geräte hat, wo dann was von A++ steht, das müsste das hier sein, dann ist es die alte Skala. Und ihr seht, das Ding hier ist als A++ beworben, ist aber auf dem neuen Label dann plötzlich D. Und es hat sich noch was geändert. Und zwar, ich weiß nicht, ob es hier drin auffällt, ich glaube nicht, aber die Kilowattstunden pro Jahr, diese 135, die auch auf dem Energy-Label hier draufstehen, wurden beim alten und beim neuen unterschiedlich berechnet. Das heißt, beim neuen habt ihr, glaube ich, einen höheren Verbrauch angegeben als beim alten. Deswegen ist das nie 100% vergleichbar, zumal es ja ohnehin Herstellerangaben sind. Und ihr kennt es wahrscheinlich so vom Auto oder so weiter.
Nur weil ein Hersteller sagt, er kommt irgendwie mit 3 Liter pro 100 Kilometer aus, heißt das nicht, dass er das in der Praxis auch schafft. Das heißt, es kommt sehr darauf an, was ihr damit macht. Bei einer Tiefkühltruhe hier zum Beispiel, wie oft ihr den Deckel aufmacht, was ihr für eine Temperatur am Ende einstellt. Vielleicht kann man es irgendwie 1-2 Grad wärmer stellen, das spart dann wieder eine Menge Strom. Lässt man das Ding öfter zu, spart eine Menge Strom. Und noch was spart eine Menge Strom, denn wenn wir hier nochmal gucken, dieser HSA irgendwas, wenn wir uns den nochmal angucken, Moment, das war, oh doch, tatsächlich auch ein Amazon-Gerät. Wenn wir uns den angucken, fällt euch was auf, das ist eine Tiefkühltruhe. Gucken wir uns mal den nächsten an, der hier in unserem Ding rausgekommen ist. Das ist eine Truhe. Gucken wir uns mal den nächsten an, der hier bei unserem Ding rausgekommen ist. Oh mein Gott, es ist eine Truhe. Gucken wir uns den nächsten an, der rausgekommen ist. Es ist eine Truhe. Gucken wir uns mal den schlechtesten an, der hier rausgekommen ist. Ich weiß, ich greife jetzt bestimmt in die Nesseln, aber nein, tatsächlich, es ist keine Truhe, es ist ein Schrank. Und das hat auch einen relativ einfachen Grund. Physik. Kälte sinkt nach unten. Wenn man hier so eine Schranktür hat mit Schubladen, hat natürlich einen schönen Vorteil. Man kommt an die einzelnen Schubladen sehr einfach dran. Aber es hat den Nachteil, ihr macht vorne auf und die kalte Luft fällt einfach hier unten raus. Wohingegen bei einer Truhe, wie hier sowas, naja, ihr macht den Deckel oben auf und die kalte Luft bleibt da unten einfach drin. Das heißt also, ihr verliert wesentlich weniger kalte Luft durchs Aufmachen. Andererseits habt ihr den Nachteil, ihr seht es hier bildlich angedeutet, findet da drin mal was. Das kann gegebenenfalls ein bisschen problematisch werden. Das heißt also, ja, ist ein Trade-off. Wollt ihr lieber die Übersicht oder wollt ihr lieber einen geringen Stromverbrauch? Geringer Stromverbrauch heißt in den meisten Fällen halt eine Truhe. Ja, ich habe jetzt also hier meine Zahlen und könnte jetzt entscheiden, was tue ich. Hole ich diese hier, den HSA, der 350 Liter kann und mit 390 Euro noch okay ist, der aber im Jahr mal eben 75 Euro kostet, oder hole ich den nächsten, der 30 Euro günstiger ist, über 100 Liter weniger fast, aber dafür auch im Jahr deutlich weniger Stromkosten verursacht. Also, was ist für mich interessant? Überraschung, der GT219 A3 Plus. Und yep, den habe ich mir dann auch entsprechend bestellt. Ich denke hier der Preis, da kann man nichts zu sagen, insbesondere weil die Lieferung halt hier dabei war und muss ich auch mal loben. Ist ja eh schon eine Werbesendung. Ich habe es bei Amazon bestellt, die kamen da irgendwie mit 2 Mann und haben das auch noch hier irgendwie Treppen hochgeschleppt. Bis zum Aufstellungsort war die Lieferung hier. Das ist dann natürlich Premium, wenn man da nicht selber Sachen durch die Gegend schleifen muss. Ja, und hier haben wir die Kiste dann. Vieles denke ich nicht dazu zu sagen. Kam hier so an, hat halt ein paar Flecken durch die Verpackung. Einen Kratzer haben sie mal reingemacht, aber ganz ehrlich, das ist mir wurscht, das ist ja nur Optik, dadurch geht da nichts kaputt. Wenn ich die Treppe hochgeschleppt hätte, wären da mehr drin. Ansonsten, wie gesagt, keine Verschnörkelung, ich habe nichts mit Features geguckt, also sind auch keine dran. Wir haben hier unten einen Kondensatablauf, wir haben den Controller, der hat wiederum eine Lampe für Hallo, ich habe ein Problem, hat eine Lampe für Yo, ich laufe. Und daneben haben wir noch einen Knopf für eine Art Dauerlaufmodus. Damit können wir also sagen, okay, du bleibst jetzt die ganze Zeit an. Das ist interessant, den zum Beispiel zu drücken, wenn man schon weiß, okay, ich werde jetzt irgendwie 1000 Dinge plötzlich einfrieren, weil ich einen Großeinkauf gemacht habe. Dann drückt man den halt, bevor man losfährt, an und der geht mit der Temperatur runter und kann dann entsprechend da mehr aufnehmen. Das ist auch eine sehr interessante Funktion für mich. Einfach mit dem Hintergrund, ich könnte theoretisch, wenn ich eine Solaranlage oder ähnliches habe, sagen, okay, gerade habe ich zu viel Strom, also machen wir Dauerlauf, der geht mit der Temperatur runter. Und ja, wenn der Überstrom, die Überproduktion weg wäre, könnte der wieder ausgehen. Und dadurch, dass er kühler ist, müsste er allerdings dann über Nacht, wo ich den Strom einkaufen muss, deutlich seltener anspringen. Spart mich Geld und natürlich dann auch so ein bisschen CO2, weil Strom vom Dach halt ein bisschen weniger hat. Und was der ja auch noch hat, der hat ein Schloss oben dran, um das Ding abzuschließen. Das ist, denke ich, interessant, wenn ihr irgendwie in einem größeren Haus wohnt mit mehreren Familien und das Ding steht, was weiß ich, im Keller oder so. Theoretisch können mehr Leute dran und könnt da abschließen, dann klaut euch auch keiner eure Pommes. Ja, ansonsten im Inneren nicht viel zu sehen. Wir haben hier auf der rechten Seite einen guten Armtief, sage ich mal, wo es runter geht. Da ist dann schon eine Platte, darunter sitzt halt der Kompressor und weiter links geht es dann noch tiefer runter. Für die ganz tiefen Sachen. Außerdem gibt es im Deckel eine Lampe. Wenn man also aufklappt, geht es Licht an. Wenn man zuklappt, geht es Licht zu. Oh Wunder. Und wenn wir mal ganz genau hinhören.
Da haben wir dann auch unser Geheimnis dahinter. Das hier klingt nämlich nach meiner Meinung nach einem Scroll-Kompressor. Das heißt also, es ist eine neuere Kompressorart. Einerseits ist es leiser, andererseits braucht es aber auch weniger Strom. Und das ist ja auch das, was wir schon in der Tabelle gesehen haben. Das Ding braucht relativ wenig. Und das können wir auch hier sehen. Ich habe hier einfach mal ausgerechnet. Ich habe jetzt mal hier diesen GT219 A3 Plus geholt. Wenn ich das ausrechne, kommen wir auf 213 oder 214 Wattstunden pro Liter und Jahr, die wir hier zum Tiefkühlen benutzen. Und mein alter Kühlschrank, 1,3 Kilowattstunden im Jahr, also 1330 Wattstunden pro Jahr, mehr als das Doppelte, wobei der einen Großteil davon auch nur für Kühlschrank macht, für Kühlschranktemperaturen, also keine Ahnung, was sind das, ich glaube 4 Grad, 6 Grad so um den Dreh, weit entfernt von den minus irgendwas Grad, minus 18 Grad, die wir im Tiefkühler haben. Und ich denke, da kann man auch sehen, mein Kühlschrank ist jetzt auch nicht so alt, aber es gibt da technische doch durchaus Unterschiede, die man nicht verachten sollte und die man eventuell schon, wenn man das Geld dafür hat, im Blick halten sollte. Denn manchmal ist es halt sinnvoller, irgendwie mal 20, 30 Euro mehr bei der Anschaffung auszugeben, wenn man dafür halt jedes Jahr irgendwie 10, 20 Euro an Stromkosten spart. Das hat man sehr schnell wieder drin. Und ja, wenn ich mir das so angucke, ist halt dann die Frage, ob es nicht sogar Sinn macht, den Kühlschrank irgendwann auch zu ersetzen. Ich werde es erstmal nicht machen, einfach weil er läuft noch und naja, ist zwar nicht schön, dass er mehr Strom verbraucht, aber das Ding zu verschrotten ist halt quasi auch so ein bisschen Energieverschwendung. Von daher, lasse mir erstmal. Aber wenn ich schon was Neues brauche, hole mal halt das, was wenig Strom braucht. Und wenn wir mal so vergleichen mit bei den geringsten, er ist sogar deutlich der geringste Stromverbrauch von allen, die ich mir hier angeguckt habe. Interessant im Übrigen auch, wie wir hier sehen können, im Betrieb braucht er gerade mal 40 Watt. Beim Anlaufen habe ich vielleicht mal irgendwie 80 oder so gesehen. Ich glaube, das wäre auch kein Problem, selbst bei einem längeren Stromausfall das Ding hier gefroren zu halten. Zum einen, ich glaube, er hält 2 Tage, wenn ich die Anleitung richtig im Kopf habe, dass er noch kalt genug ist, um gefroren zu bleiben. Und selbst wenn ich, draußen scheint die Sonne, dann kralle ich mir irgendwo so eine Solarzelle, ein bisschen alter Akku und versorgt dann damit erstmal das Ding mit Strom. Das sollte bei 40 Watt Verbrauch keine allzu große Sache sein. Ja, Fazit brauchen wir, glaube ich, nicht allzu groß zu ziehen. Es ist eine Tiefkühltruhe, sie macht kalt, das ist keine so große Anforderung. Preislich war sie jetzt nicht so berauschend, aber dadurch, dass sie so wenig Strom verbraucht, gleicht sich das über die Jahre aus. Und geringer Stromverbrauch ist für mich so oder so eine interessante Sache, einfach weil ich halt einfach mit dem Hintergedanken, vielleicht kriege ich es doch mal irgendwann hin, an allen Stellen, wo ich unterwegs bin, Solaranlagen hinzukriegen, dass ich die nötigen Zulassungen dafür bekomme. Und ab dann kann ich dann halt auch so ein bisschen Lastmanagement mit den Kisten machen und dann relativ viel auch an Eigenverbrauch dadurch hoffentlich erzeugen. Wir werden auf jeden Fall die Kiste hier nochmal sehen, weil ein bisschen was umrüsten werde ich auf jeden Fall. Ich werde mindestens mal irgendwie da WLAN dran basteln mit einem Temperatursensor, dass wenn das Ding irgendwie auf Störung geht oder die Temperatur zu weit runter geht, runter, hoch, andere Richtung, dass ich dann irgendwie eine Push-Benachrichtigung erhalte, weil ich gehe jetzt nicht jeden Tag an die Anlage da dran, dass ich früh genug Bescheid weiß. Ob ich sonst noch was mache? Wahrscheinlich aktuell nicht. Aktuell werde ich es, wie gesagt, mal beim Temperatursensor lassen, einfach weil das ohne Eingriffe funktioniert. Aber das ist Thema für ein anderes Mal. Wir haben jetzt hier gesehen, wie man so einen Vergleich machen kann. Ich hoffe, wenn ihr es noch nicht wusstet, dass es euch irgendwann mal weiterhilft, weil, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit so viele Leute gesehen, die dann irgendwie sich Dinge gekauft haben, weil ich habe halt geblättert und der sah am schönsten aus, ohne mal vorher zu gucken, was sind überhaupt meine Anforderungen. Keine Frage, die waren jetzt hier überschaubar. Aber zum Beispiel, wie gesagt, wenn es ein Mehrfamilienhaus gewesen wäre, dann hätte ich eventuell dann schon geguckt, okay, welches davon hat denn ein Schloss? Und die mit Schloss wären dann auch, selbst wenn sie teurer gewesen wären oder ineffizienter, weiter hochgerutscht. Am Ende, hey, ich hate sehr oft gegen Tabellenkalkulationen wie hier LibreOffice Calc oder auch das gute alte unbedienbare Excel. Einfach weil Leute damit teilweise Geschäftsprozesse abbilden und das tut man nicht. Aber für hier so einen kurzen Vergleich ist das durchaus okay. Und ihr seht ja auch, da kann man durchaus Eindrücke gewinnen. Denn wenn ich so per Auge drauf geguckt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie hier, was weiß ich, den hier zum Beispiel geholt, weil der kostet nur 299 Euro. Und vom Verbrauch her 155, 132 hätte ich vielleicht so gesehen und dann gesagt, ja, ist nicht viel Abstand. Ne? Nur am Ende, wenn wir hier gucken,
auf 20 Jahre gerechnet, sind wir hier bei 1200 Euro und hier bei 1100 Euro, also schon mal weniger, plus ich kriege mehr rein. Also sind halt Sachen, die sieht man dann meistens erst, wenn man es wirklich mal gegenüberstellt und dann hier eine Tabelle hat, wo man durchaus sowas sieht. So, genug Werbung für heute. Meine Tiefkühltruhe läuft, da ist mein Essen drin. Die obligatorische Pizza liegt bestimmt auch irgendwo. Und ja, solange die gefroren bleibt, würde ich sagen, dass das Ganze das tut, was es soll.